Hallo und herzlich willkommen im Agroforstsystem, denn das ist auch schon das Thema des heutigen Videos, nämlich Agroforstsystem, was zum Henker soll das sein, beziehungsweise Agroforstwirtschaft. Der Begriff ist so ein Synonym, das ist Wurst, ob man es jetzt Agroforstsystem oder Agroforstwirtschaft nennt. Ich finde den Systembegriff besser, weil das ist es. Es ist ein System aus Agrarwirtschaft und Forstwirtschaft, beziehungsweise eine Kombination aus landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide beispielsweise oder Kartoffeln, Gemüse, Feldfrüchte, wenn man so will, und Holzprodukten, beziehungsweise eher Baumprodukten, wobei zu Baumprodukten tatsächlich auch die sekundäre Wirkung eines Baumes zählt, wenn man so möchte, nämlich Schatten, Windschutz, Erosionsschutz. All sowas ist im Prinzip auch ein Forstprodukt, wenn man so möchte. Und so wird das auch so ungefähr behandelt bei diesen Agroforstsystemen. Also so ganz grobe Definition zum Mitnehmen. Bäume plus normale landwirtschaftliche Pflanzen, wenn man so will, auf einem Acker. Also eine landwirtschaftliche Fläche ursprünglich. Es ist nicht so, dass man Getreide in den Wald setzt, sondern umgekehrt. Man setzt Bäume auf den Acker. So funktioniert das in etwa. Und Befürworter der Agroforstsysteme würden mich lynchen, wenn ich jetzt behaupte, es ist ein Zwischending zwischen Wald und Acker. Sondern es ist etwas Eigenes. Es ist ein eigenes System und eben nicht einfach nur ein Zwischending zwischen Acker und Wald. Um gleich mal am Anfang die Frage zu klären, wozu soll das gut sein? Ist halt einfach im Prinzip eine neue, moderne, ganz innovative Landnutzungsform. Zumindest wird es gerne als moderne, super innovative Landnutzungsform gehandhabt und gehandelt. Und so publiziert, und man tut halt eben so, als hätte man da jetzt was unglaublich Tolles, Neues erfunden. Und das ist natürlich auch irgendwo richtig. Selbstverständlich ist das jetzt gerade super am Erforscht werden und die Details dieses Systems, welchen Baumabstand die Bäume haben müssen, welchen Abstand Feldfraktion und Baumfraktion haben muss, wie man das alles entsprechend anordnet, welche Bäume man aufs Feld stellt, welche Nutzpflanzen man daneben stellt. Also wenn ich jetzt Nutzpflanzen sage, dann meine ich die landwirtschaftliche Komponente. Das fasse ich jetzt einfach mal unter Nutzpflanzen zusammen, sonst muss ich jedes Mal wieder alles aufzählen. Also eben die Details, da wird wirklich tatsächlich sehr viel dran geforscht. Da macht man ganz viele tolle Versuche zu, probiert 27 verschiedene Varianten durch. Die EU ist da großer Geldgeber, da gibt es ein dickes, fettes EU-Förderprogramm zur Agroforstwirtschaft. Und das ist gerade wirklich ganz aktuelle Geschichte und könnte tatsächlich vom Potenzial her durchaus das Landnutzungssystem der Zukunft darstellen. Also vielleicht auch nicht überall, aber kleinräumig und stellenweise dann bestimmt definitiv eine Empfehlung wert. Jawohl. Aber jetzt gucken wir uns sowas erstmal an, damit ihr wisst, wovon ich überhaupt spreche. Also ich habe ja gerade gesagt, dass Agroforstsysteme super modern und super innovativ sind und demzufolge man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass es noch nicht viele gibt in Deutschland. Dem ist aber nicht so, denn wenn man zum Beispiel gerade hier in meiner Gegend jemanden erzählt, dass Bäume auf den Acker stellen jetzt die ultimative neue Lösung ist, um die Welternährungssituation zu verbessern, dann lacht er dich aus und sagt, das machen wir doch schon 100 Jahre lang, was ist daran bitte neu? Denn, seht selbst. So ein Bild wie dieses hier findet man auf der richtigen Seite des Schwarzwalds, also am Fuß der richtigen Seite des Schwarzwalds. Der westlichen Seite, da wo die Badener wohnen, nicht die Schwaben. Findet man so ein Bild hier jedenfalls überall. Und ja, überall ist jetzt übertrieben, aber das ist wirklich ein ganz klassisches Bild und ist auch ein klassisches Beispiel für ein Agroforstsystem. Nämlich, wir haben eine Baumkomponente, wir haben sogar eine zweite Baumkomponente in diesem Fall und wir haben dazwischen eine landwirtschaftliche Komponente, auch wenn es in diesem Fall hier gerade mal Heugewinnung ist. Aber hier wird unter den Bäumen gemäht. Die Apfelbäume hier geben logischerweise noch Äpfel ab, können aber auch, wenn sie dann irgendwann keine Äpfel mehr abgeben, in der Größe durchaus noch als Holz genutzt
genutzt werden und wenn es halt eben nur Brennholz ist, trotzdem. Es ist eine Holznutzungskomponente dabei und wir haben sogar noch einen kompletten Nutzholzstreifen auf dem Feld und davon sogar mehrere. Also in der Theorie hätten wir jetzt davon nochmal mehrere. Dann nochmal so einen Grünstreifen hier, wieder möglicherweise mit Apfelbäumen oder anderen Obstbäumen drin. Dann wieder so einen Holznutzungsstreifen, wieder einen Grünlandstreifen und immer so weiter. Also gerade diese Streifenbauweise, das ist so das klassische Konzept von so einem Agroforstsystem. Wie gesagt, also mehrere Produkte werden quasi gleichzeitig auf einer Fläche produziert. Gleichzeitig muss man sich jetzt wieder so ein bisschen am Riemen reißen, weil es natürlich viel länger dauert, bis du hier nennenswert Holz ernten kannst. Dafür kannst du jedes Jahr mehrfach mähen. Also ich vermute mal mehrfach mähen. Ich bin da jetzt wirklich, was Landwirtschaft angeht, ja kein Experte, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass man so eine Wiese zumindest zweimal im Jahr mäht. Oder doch nur einmal, ich weiß es nicht. Die meisten Agroforstsysteme sehen jedenfalls vor, dass die landwirtschaftliche Komponente, also das Zeug direkt auf dem Boden quasi, einmal im Jahr geerntet wird. Das wäre dann bei den meisten Getreidesorten dann in so einem System der Fall. Also so ein Hochleistungsweizen, den man dann zweimal pro Jahr ernten kann. Oder keine Ahnung, welche Getreide man zweimal pro Jahr ernten kann. Es gibt jedenfalls welche. Sowas wäre hier dann nichts, was man hier anbauen könnte. Ja, aber um hier jetzt noch ein bisschen rumzuspazieren, wir haben hier tatsächlich in diesem Gehölzstreifen, der halt wirklich nur ein Gehölzstreifen ist, sogar Eiche, könnt ihr hoffentlich gut erkennen. Und das hier sind jetzt alles Apfelbäume. Kann man auch ganz einfach erkennen an einem Apfel zum Beispiel. Gut, warum macht man jetzt sowas? Also hier jetzt in meinem Beispiel, wo ich mich jetzt hier rumtreibe, hat man das schlicht und ergreifend deswegen gemacht, weil das hier lauter Kleingrundbesitzer sind, in Anführungszeichen. Die haben dann so einen ganz kleinen Hof gehabt, in Anführungszeichen, so vielleicht mit ein oder zwei Kühen und einfach für ihre eigene Milch und so weiter und so fort. Und das pampte. Und nebenher haben sie halt auch noch gerne Äpfel gegessen und haben halt noch ein bisschen Holz gebraucht, um ihren Ofen anzufeuern. Dementsprechend war es einfach naheliegend und auch vollkommen logisch, dass man sich alles drei quasi auf das, was man an Grundstück hat, halt hinstellt. Von daher ist also so ein Agroforstsystem jetzt eigentlich keine unglaublich neue Erfindung. Erfunden hat das nämlich jetzt bestimmt nicht niemand von denjenigen, die es jetzt untersuchen, sondern man hat es eher wiederentdeckt und festgestellt, dass das also durchaus auch in großflächiger Anwendung eine richtige Alternative darstellt, eben zur konventionellen Landwirtschaft. Und das ganze System hat einen ganzen Batzen von Vorteilen, also wirklich massenhaft. Aber auch so ein paar Nachteile, die momentan die Anwendung noch ziemlich erschweren. Was heißt die Anwendung, den Betrieb dieser Systeme, sagen wir es mal so. Gehen wir mal einfach mal ein paar exemplarische Vorteile durch. Ich kann jetzt nicht alle nennen, sonst sitzen wir hier noch, morgen nicht, aber heute Abend. Und dementsprechend Beispiel Nummer 1. Windschutz. Wozu ist jetzt Windschutz gut auf dem Acker? Es ist so, das kann man vielleicht doch ein kleines bisschen ausführlicher erklären, dass wenn man jetzt eine Pflanze hat, eine beliebige Pflanze, die über Blätter verfügt, und das tut jede Pflanze, geben die ja über die Blätter Wasserdampf ab. Das müssen sie machen, weil sonst könnten sie keine Photosynthese betreiben. Dafür ist wesentliches Bestandteil, dass man unter anderem Wasser spaltet und die Protonen aus dem Wasser spalten dann verwendet, um seinen Photosyntheseapparat zu betreiben und halt eben das ganze CO2 aneinander zu bauen und Zucker zu produzieren. Ganz grob gesagt ist nicht so wichtig, was das jetzt genau, wie das genau abläuft, aber eben wenn man bei diesem ganzen Wasser verbrauchenden Prozess eben Wasser spalten muss, muss Wasser da sein und irgendwo muss das Wasser hinterher ja auch wieder hin. Deshalb wird es abgegeben und dafür findet man an der Blattunterseite eines beliebigen Blattes, das gilt auch für Grashalme, wobei man da keine Unterseite hat, sondern nur die beiden Seiten, die halt eben dran sind. Aber auch ein Grashalm hat auf einer Seite eben sogenannte Spaltöffnungen, die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber sie sind da und durch diese Spaltöffnungen wird Wasserdampf abgegeben, einfach im Zuge der Photosynthese. Jetzt ist es so, dass man sich das quasi so vorstellen kann, dass unter so einem Blatt eine beständige Wasserdampfwolke hängt, weil da dauernd Wasserdampf abgegeben wird. Wir haben also eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit direkt unterhalb von einem Photosynthese betreibenden Blatt. Und das ist jetzt so, dass wenn eine hohe Wasserdampfsättigung da ist,
dann kann nur noch relativ schwierig weiterer Wasserdampf abgegeben werden. Das heißt, diese Wasserdampfwolke, die hier unter dem Blatt hängt, in Anführungszeichen, ist so eine Art Schutz davor, dass das Blatt zu viel Wasser verliert, weil eben gerade, wenn gerade viel Photosynthese betrieben wird und diese Wasserdampfwolke intensiv dicht ist, dann dämpft einfach die Wasserdampfwolke den weitere Abgabe von Wasser und dämpft damit gleichzeitig auch so ein bisschen die Photosyntheseleistung und natürlich auch den Wasserverbrauch. Weil ein Blatt, wenn es Photosynthese betreiben kann, sprich wenn Licht da ist, dann muss es auch Photosynthese betreiben. Es gibt da keinen Leerlaufmodus, beziehungsweise eine Pflanze kann das nicht einfach abschalten. Die muss dann machen und wenn das Wasser knapp ist, dann geht sie halt irgendwann alle und dann verreckt sie, beziehungsweise verdurstet, weil irgendwann das Wasser einfach alle ist. Deshalb ist es gut, Wasser zu sparen. Und da es die Möglichkeit nicht gibt, abzuschalten, ist eben diese Rückkopplung von viel Photosynthese läuft, wir verbrauchen viel Wasser, wir haben eine dichte Wasserdampfwolke um unser Blatt drumherum. Das heißt, wir können weniger Wasserdampf abgeben, ergo das Ganze läuft weit langsamer und wir sparen Wasser. Ist also sozusagen ein Schutzmechanismus für eine Pflanze, um nicht zu verdursten. Jedenfalls, wenn wir jetzt Wind haben, dann wird diese Wasserdampfwolke, die hier schützend in Anführungszeichen drunter hängt, ja dauernd weggeweht. Das heißt, wir haben da keine kontinuierliche Wasserdampfansammlung, sondern da ist ständig wieder frische, relativ trockene Luft und der Wasserdampf kann maximal gut abgegeben werden. Das heißt, die Pflanze kann auch gut, wunderbar, beliebig viel Wasser verbrauchen, so viel wie halt geht. Das ist, wenn genug Wasser da ist, ja egal. Aber eben gerade bei Landwirtschaft, gerade im Sommer, gerade wie wir es jetzt die letzten Wochen erlebt haben, wird das dann irgendwann dramatisch, weil das Wasser wirklich knapp wird. Und es kann auch sein, dass einem dann komplette Felder eben einfach verdorren. Und da wäre eben ein Schutz an Wind sehr wassersparend, weil mit dem Schutz an Wind auch dieses Luftfeuchtigkeitspolster unter den Spaltöffnungen von Blättern erhalten bleibt und damit, das gilt halt wie gesagt auch fürs Gras, einfach die Photosynthese gehemmt wird, damit der Wasserverbrauch gehemmt wird und alle sind glücklich sozusagen. Und der gesamte Wasserhaushalt der ganzen Landschaft profitiert sogar davon. Nächster positiver Effekt auf den Wasserhaushalt wäre es dann, dass die Bäume durch ihre Wurzeln den Boden einfach besser auflockern, besser aufreißen und mit den Wurzeln quasi so ein bisschen Kanäle anlegen in die Tiefe des Bodens, sodass, wenn es dann mal regnet, der Regen einfach entlang der Wurzeln sozusagen in den Boden versickern kann und damit einfach eine Art Regenrinne quasi hat, um auch tiefere Bodenschichten zu erreichen. Denn vielleicht habt ihr mal Nachrichten geguckt, irgendwo kam es mal, dass das Hauptproblem darin bestand, dass die Böden jetzt so ausgetrocknet waren, dass die ganzen Gewitterregen in den letzten Tagen, Woche ist es mittlerweile schon fast her, nicht viel gebracht haben, weil wenn es einfach nur einmal kurz auf den Boden drauf plattert und der ist so ausgedörrt, dass er überhaupt kein Wasser aufnehmen kann, dann fließt das einfach oberflächenmäßig ab in den nächsten Fluss, in die nächste Senke und wird vom Boden und ergo auch nicht von den Pflanzen aufgenommen und demzufolge hat man nicht viel vom Regen. Und so ein Faktor kann sich halt eben durch Bäume auf dem Acker wirklich erheblich verbessern, weil dann eben Strukturen da sind, die das Wasser dann doch in die Tiefe des Bodens leiten und das Wasser quasi gar nicht durch die zusammengebackene Oberfläche des Bodens, wie auf dem klassischen Acker der Fall, durch muss. Ja, bleiben wir aber mal bei den Wurzeln, die eben jetzt in tiefere Tiefen reichen, was wie gesagt auf dem klassischen Acker ja nicht der Fall ist. Das ist jetzt so, dass die Wurzeln in der tiefen Tiefe, in der sie nun mal sind, ja auch nochmal zusätzliches Wasser aufnehmen und eben nicht nur das Wasser, sondern auch die ganzen Nährstoffe. Wenn jetzt also der Bauer beim klassischen, oder sagen wir mal, wir würden in einem Agroforstsystem genauso düngen, wie wir es auf dem klassischen, bei der klassischen Landwirtschaft tun würden, dann hätten wir in der klassischen Landwirtschaft das Problem, dass wir das Zeug auf die Acker schmeißen. Es wird von den Pflanzen bis in eine gewisse Bodentiefe auch noch aufgenommen, aber irgendwann sickert es halt quasi durch diese pflanzenbewurzelten Raum quasi durch und kann dann nicht mehr von gar nichts aufgenommen werden, weil nichts mehr im Boden da ist an Biomaterial, was jetzt noch Nährstoffe braucht und sickert weiter und landet im Grundwasser. Und viele von euch wissen bestimmt, dass wir da diverse lustige Dinge im Grundwasser haben, insbesondere eben Nährstoffe, Dünger aus der Landwirtschaft, der eigentlich nicht ins Grundwasser gehört. Und je mehr das wird, desto mehr wird das ein Problem.
und desto mieser wird unsere Wasserqualität und desto eher kriegen wir jetzt langsam dann ein Problem mit der Eutrophierung von Gewässern, weil da einfach so viele Nährstoffe aus der landwirtschaftlichen Düngung im Wasser landen, dass uns die Algen überall wachsen im Wasser. Zum Beispiel, nur mal so ein kleines Exempel. Und wenn wir jetzt aber eben bis in tiefe Bodentiefen, also locker mal 3 Meter oder was, das ist schon durchaus drin, eben gerade auf guten Ackerböden, wir noch Wurzeln von Bäumen haben, die ja auch wenn sie nur in einem Streifen auf dem Feld stehen, sich mit den Wurzeln ja noch deutlich ausbreiten und also je nachdem, wie breit diese Streifen jetzt sind, durchaus noch den kompletten Streifen quasi im tieferen Bodenbereichen bewurzeln, dann haben wir halt einfach die Möglichkeit, dass die Bäume die ganzen Nährstoffe noch aufhalten oder aufnehmen, aber in jedem Fall werden die Wurzeln dafür sorgen, dass es einfach länger dauert, dass die Nährstoffe ausgetragen werden, dass die Nährstoffe länger im Boden fixiert sind. Und das ist vor allen Dingen deshalb gut, nicht weil es länger dauert, bis sie im Grundwasser landen, dann würden sie ja trotzdem irgendwann drin landen, sondern das ist deswegen gut, weil man weniger düngen muss. Denn das Problem mit der Düngung besteht darin, du kippst das Zeug aufs Feld, dann ist eine Weile lang Nährstoffe da, aber dann werden sie irgendwann ausgewaschen und sind weg. Und dadurch, dass die quasi an den Wurzeln hängen bleiben, so kann man das ungefähr beschreiben, geht das in einem Agroforstsystem viel, viel, viel länger, dass die Nährstoffe weg sind, die man gedüngt hat. Das bedeutet, man muss auch einfach nicht so viel düngen, weil man keinen Nährstoffverlust durch Austrag hat, sondern das, was man düngt, kann auch wirklich alles verwendet werden und man muss nicht die doppelte Menge düngen, weil die Hälfte verloren geht. Also das ist auch definitiv ein Faktor, einer der wesentlichen Faktoren, finde ich sogar, die aus Sicht der Nachhaltigkeit so ein Agroforstsystem einfach zur besseren Landnutzung machen. Weil eben der Düngerverbrauch einfach mal circa halbiert wird. Das hängt von der Situation ab, aber es gibt auf jeden Fall Situationen, da braucht man wirklich nur noch halb so viel Dünger. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, ne? Ja, dann um mal zwischendurch einen ökonomischen Vorteil anzusprechen. Wir haben natürlich jetzt auch durch die Bäume eine zusätzliche Einnahmequelle. Also nehmen wir jetzt einfach mal den Fall an, wir hätten ein Apfelbäume, zwischendrin dann so ein reiner Gehölzstreifen, wie ich es euch gerade gezeigt habe und dazwischen einfach, ja gut, in Gottes Namen dann halt einfach wirklich nur Heugewinnung. Das bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel Geld, aber im Gegensatz zu einem reinen Heufeld, Acker, Wiese, müsste man das dann glaube ich nennen, hat man halt eben noch zusätzliche Einnahmequellen durch Äpfel. Also es kann sein, dass es ein Jahr gibt, in dem läuft Heu gerade schlecht. Da ist der Heupreis, der internationale, super schlecht, weil China gerade ganz, 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 ganz viele Millionen Tonnen an Heu zu günstigen Preisen exportiert hat. Ist jetzt ein fiktives Beispiel, nur damit ihr wisst, was ich meine. Und das heißt, unser armer Bauer hier, der sein Heu normalerweise jedes Jahr zu guten Preisen verkauft, kann das jetzt nicht, weil China den Markt mit Heu überhäuft hat. Also, was macht er? Im jedem Normalfall, wenn er nur Heu hat, dann muss er halt friss oder stirbt, sein Heu zu Billigpreisen verschleudern und macht enorme Verluste in dem Jahr, weil er nichts verdienen kann. Anders so, wenn er eine Alternative hat, dann kann er sein Heu möglicherweise, ich weiß nicht, wie lange Heu lagerbar ist, aber zumindest kann das eine Weile lagern, bis der Heupreis etwas besser geworden ist und stattdessen kann er Äpfel verkaufen. Oder in einem ganz fiesen Szenario, zum Beispiel unser Bauer hat 3 Töchter und alle 3 Töchter sind so ungefähr gleich alt und werden ungefähr gleichzeitig geschlechtsreif und fangen gleichzeitig an, sich Männer zu suchen, was auf dem Land ja relativ früh meistens der Fall ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird mir gleich wieder übel genommen. Aber nehmen wir jetzt mal an, alle 3 Töchter heiraten mehr oder weniger simultan. Und der arme Bauer muss für alle 3 Töchter die Hochzeit ausrichten und hat nicht so viel Geld auf ein Sparbuch. Und mein Gott, was soll er da tun? Hat er jetzt einen normalen Acker? Hat er keine Möglichkeiten, irgendwie da mehr Geld rauszuziehen als jedes andere Jahr auch? Hat er aber hingegen so eine Gehölzhecke? Dann könnte er sagen, okay, ja, meine Holzer, die sind jetzt, ich könnte sie noch... Geil! Mauswiesel 3 Meter hinter mir. Boah! Das habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Och, hätte ich euch ja jetzt gerne gezeigt. Cool, Mann, das war ja sympathisch. Und so schlank. Die sind immer schlank, das ist normal. Worauf wollte ich denn hinaus? Ach. Ja.
ja, unser Bauer hat also 3 Töchter und die heiraten simultan und unser Bauer braucht Geld. Und unser Bauer hat jetzt hier so einen Gehölzstreifen stehen, wie er hier neben mir ist, was ihr gerade nicht sehen könnt, aber da ist er. Nee, seht ihr? Ja. Und unser Bauer hat also nun dadurch, dass er eben diesen Gehölzstreifen hat, die unglaubliche Option, dass er sagt, okay, eigentlich könnte ich meinen Gehölzstreifen jetzt noch 5 Jahre stehen lassen, aber meine Töchter heiraten ja jetzt alle, dann mache ich meinen Gehölzstreifen jetzt ein bisschen früher platt. Und dann habe ich genug Geld, um meinen Töchtern quasi ihre Hochzeit zu finanzieren. Alternativ, er weiß, dass seine Töchter jetzt so alle so um 17 sind und dann demzufolge erst so in 3, 4, 5 Jahren irgendwie so heiraten werden. Oh, das war schon wieder böse. Und demzufolge kann er dann sagen, okay, eigentlich könnte ich meine Bäume ja jetzt schon umhauen, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, aber ich weiß ja, dass meine Töchter unter Umständen demnächst heiraten, also lasse ich meine Bäume noch eine Weile stehen und werde sie dann, wenn meine Töchter heiraten, dann möchte ich sozusagen quasi ein Sparschwein auf dem Acker haben, so ein bisschen. Also das ist zum Beispiel dann nochmal so ein finanzieller Vorteil der Geschichte, überhaupt einfach die sogenannte Diversifizierung der Produkte, die ein Bauer bzw. sagen wir einfach mal ein Landbesitzer anbieten kann, ist einfach viel höher, wenn er da mehrere Dinge auf seinem Acker rumstehen hat als nur Mais. Ist der Maispreis scheiße, geht es dem Bauer scheiße und in so einem Fall kann er da diversifizieren. Wenn das eine Ding nicht gut läuft, läuft ja vielleicht das andere Ding gut bzw. alle 3 zusammen gleichen das dann wieder irgendwo aus. Und er kann auf den Zug mit aufspringen, wenn eine Sache zum Beispiel gerade unglaublich gut läuft, dann hat der Bauer, der halt in dem Jahr Mais angebaut hat, das Nachsehen, weil er halt eben keinen Weizen hat, der sich gerade zu Toppreisen verkaufen lässt. Und derjenige, der quasi alles 3 auf dem Acker stehen hat, der hat es dann gut, weil er die auf jeden Fall bei jedem Boom eines seiner Produkte quasi mitmachen kann. Also da sind durchaus viele ökonomische Vorteile dabei. Und gleichzeitig, und das ist nämlich auch nochmal entscheidend, wenn richtig gemacht, beträgt die Produktion, also die Biomasseproduktion, der mögliche Ertrag pro Hektar auf einem guten Agroforstsystem, das wie gesagt richtig gemacht ist, richtige Baumarten, richtige landwirtschaftliche Alternativpflanzen, also Nutzpflanzen habe ich gesagt, nenne ich sie, wenn das wirklich gut zusammenpasst, auf dem richtigen Boden, am richtigen Ort, dann kann man 30% mehr verdienen, einfach 30% mehr Ertrag machen, als das bei konventioneller Landwirtschaft der Fall wäre, beziehungsweise konventioneller Forstwirtschaft, aber das ist nicht wirklich ein Vergleich, weil wir uns ja auf Ackerböden befinden. Also man muss Agroforstsystem immer mit normaler Landwirtschaft vergleichen, nicht mit Wald, weil es ist schon näher an der Landwirtschaft als am Wald dran. Behaupte ich jetzt mal, aber da streiten sich noch ein bisschen die Gelehrten und das ist jetzt einfach halt mal meine Behauptung, bin da ja kein Experte. So, ich glaube, viel mehr Beispiele muss ich jetzt gar nicht bringen, es gibt da noch einige. Was mein Lieblingsbeispiel ist, was ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben will und was auf jeden Fall meiner Meinung nach das Argument, also das Killer-Argument für Umtriebsplantagen, sondern Agroforstsysteme ist, ist, dass man als Baumkomponente in diesem System auch sogenannte Leguminosen, Schmetterlingsblütler verwenden kann. Heißen die Schmetterlingsblütler? Oh Gott, ich schreibe es euch unten hin, falls es nicht so sein sollte. Also Leguminosen ist auf jeden Fall der korrekte Begriff. Ich habe keinen Plan, wie die auf Deutsch heißen. Das sind zum Beispiel unsere Erle oder die Robinie. Also Robinie kennt ihr, Robinia pseudoacacia, das ist dieses schöne Ding mit den Stacheln, was man im Bushcraft-Bereich vielleicht deswegen gerade eben kennt, weil es halt eben Stacheln hat, mit denen kann man viel Unsinn anstellen. Wie dem auch sei, die beiden Dinger, also das wären jetzt so die Bäume, die in Deutschland vorkommen, die das eben können, ich habe gar nicht gesagt, was sie können, die können Luftstickstoff fixieren. Also Stickstoff ist normalerweise schwierig für die Pflanze an Stickstoff ranzukommen als Nährstoff. Denn die normale Pflanze, also alle anderen bis auf eben diese Leguminosen, können mit dem Stickstoff aus der Luft, und davon gibt es ja jede Menge, die ganze Atmosphäre besteht ja fast nur aus dem Zeug, können die überhaupt nichts anfangen und brauchen schon irgendwelche Stickstoffverbindungen, irgendwelche komplexeren Moleküle, in denen Stickstoff drin ist,
was sie aufnehmen können. Und das ist eben das Zeug, was normalerweise gedüngt werden muss. Weil das auf gerade solchen Situationen, wo man eben richtig, richtig produktiv sein will und dauernd die Nährstoffe aus dem Boden entnimmt in Form von Getreide und sonstigen Zeug, was man wirklich auch noch jährlich entnimmt, dafür braucht man einfach enorm viel Nährstoffe, die im Boden mal vorhanden waren und muss die demzufolge auch wieder draufkippen und das tut man in Form von Dünger. Und Dünger ist, wie wir alle wissen, ja irgendwo nicht so gut. Das ist einfach auch gegen die Natur, ist es nicht normal, dass man auf Dünger in die Landschaft kippen muss. Das müsste man nicht. In normalen Ökosystemen braucht kein Mensch Dünger. Beziehungsweise die düngen sich sozusagen selbst, wenn sie es nötig haben und wenn nicht, exportieren sie einfach keine Nährstoffe. Das bleibt ja alles im Kreislauf enthalten. Und das ist bei uns halt eben nicht so und deshalb müssen wir düngen. Und jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass die beliebten Leguminosen eben Luftstickstoff fixieren können und damit quasi das Haber-Bosch-Verfahren, eben das Verfahren, um Luftstickstoff zu fixieren und Dünger zu erzeugen, Stickstoffdünger fürs Feld. Dieses Haber-Bosch-Verfahren, was enorme Energie verschwendet übrigens, verschwendet ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben ausgedrückt, sagen wir verbraucht. Das brauchen diese, haben diese Pflanzen sozusagen integriert. Die haben sogenannte Knöllchenbakterien, die haben an der Wurzel so Auswucherungen, so Knöllchen an den Wurzeln und in diesen Knöllchen leben eben diese Knöllchenbakterien, deshalb heißen die so. Und die sind in der Lage, Luftstickstoff wirklich aus der Luft, einfach aus der Atmosphäre, den Stickstoff rauszuholen, den umzubauen zu einem pflanzenverfügbaren Stickstoffmolekül und das so in sich selbst zu speichern. Das nutzt der Baum und frisst quasi die Bakterien, die er beheimatet. Das ist trotzdem eine Symbiose, weil die Bakterien haben ein tolles, geschütztes Zuhause, wo ihnen nichts passieren kann von der Außenwelt und sie immer mit neuem Stickstoff versorgt werden aus der Luft. Da sorgt der Baum schon dafür, dass der Stickstoff bei denen ankommt. Und dafür wird ein Teil von den Bakterien halt regelmäßig vom Baum gefressen, in Anführungszeichen. Ist halt eben so eine Situation, wo beide davon profitieren und da haben wir tatsächlich dann ein bisschen Greenpeace ausnahmsweise mal in der Natur. Jetzt ist das Tolle, der Baum hat also damit quasi unendlich viel Stickstoff und überhaupt keine Probleme damit an Stickstoff ranzukommen. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Normalerweise werfen Bäume im Herbst ja deswegen ihre Blätter ab, weil sie die Nährstoffe, die in den Blättern vorhanden sind, recyceln. Die ziehen also die Nährstoffe aus den Blättern zurück. Unter anderem auch dieses grüne Zeug, das Chlorophyll, deshalb werden die Blätter ja auch braun, gelb, rot, je nachdem, weil das Chlorophyll, sehr stickstoffhaltig übrigens, eben wieder zurückgezogen wird und im Baum gespeichert fürs nächste Jahr, damit dieser wertvolle Stickstoff, an den als für Pflanze schwer dran zu kommen ist, damit man den einfach nicht nochmal aufnehmen muss, weil er ja auch einfach im Ökosystem normalerweise nicht in großen Mengen vorhanden ist. Und eben diesen Schritt, dieses Zurückziehen der Nährstoffe aus den Blättern, alles recyceln, was an Nährstoffen in den Blättern drin ist, das braucht eine Erle beispielsweise oder eben die Robinie, die brauchen das nicht machen. Das kann denen scheißegal sein, die haben so viel Stickstoff, die können ihre Blätter mitsamt sämtlicher Nährstoffe, die drin sind, einfach mal runterschmeißen. Und das tun sie auch. Wir haben also so eine sogenannte Nährstoffpumpe. Die Nährstoffe werden quasi vom Baum aus dem Boden, wo die Bakterien halt eben für den Baum arbeiten, hochgepumpt in die Blätter und dann von dem in Hand der Blätter fallen gelassen. Die Blätter sind also quasi dann der Dünger, den der Baum auf den Acker schmeißt. Wir haben also ein sich selbst düngendes System. Der Acker düngt sich selbst. Weil eben die Bäume, stickstoffreiche Blätter, Dünger, nichts anderes ist das, auf den Boden schmeißen, was dann die landwirtschaftliche Komponente, die Nutzpflanzen verwenden können im nächsten Jahr, um wieder wunderbar zu wachsen. Sofern man so ein System nicht
allzu sehr übertreibt und da allzu riesige Erträge rausziehen möchte, also wieder gegen die Natur arbeitet, Chemikalien aufs Feld haut und so weiter und so fort und einfach viel zu viel haben will, kann man so beliebig riesige Flächen, also vermutlich, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, inwiefern das jetzt wirklich in einem krassen Ausmaß funktioniert, das wissen wir noch nicht. Aber ich glaube dran, dass das echt Potenzial hat und man kann damit meiner Meinung nach wirklich beliebig riesige Flächen völlig nachhaltig, fast ohne Dünger, fast, ein bisschen was muss man schon noch düngen, weil Phosphor fehlt noch, den müsste man nach wie vor düngen, aber das könnte man zum Beispiel sogar mit menschlichen Exkrementen tun, weil die ganzen Nährstoffe, die wir futtern und die am anderen Ende wieder rauskommen, kann man ja wieder dahin tun, wo wir die Nährstoffe herhaben, nämlich letztendlich irgendwo vom Acker. Oder wir haben das Vieh, das wir gegessen haben, hat die Nährstoffe vom Acker. In jedem Fall kommen sie letztendlich vom Acker und man könnte sie ja da wieder hin tun. Also ich denke, irgendwann wird auch mal in späterer Zukunft das Thema Klärschlamm aus unseren Klärwerken, also sprich letztendlich unsere recycelte Scheiße, ein Thema sein, dieses Zeug als Dünger zu benutzen. Das wird garantiert kommen. Mit der Meinung bin ich nicht alleine. Auch diverse Professoren von mir sind da durchaus der Meinung, dass das vielleicht unter Umständen irgendwann mal ein Thema sein wird. Wenn es ganz schlimm wird, müssen wir sowas irgendwann auch sogar mal in den Wald kippen, wenn wir es übertrieben haben. Also bisher sieht das nicht so aus, aber ich schweife wieder ab. Ist jemand überrascht? Falls jemand überrascht war, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben, aber das macht eh keiner. So, ja, also wie gesagt, Potenzial riesengroß, ganz, 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 ganz tolle Sache, eben durch dieses sich selbst düngende Landwirtschaftssystem. Es schmeißt natürlich nicht so viel Ertrag ab wie ein hochgezüchteter Super-Ultra-Acker und jetzt müssen wir noch einen wesentlichen Nachteil ansprechen von der ökonomischen Seite her. Ich habe zwar gesagt, das Ding wirft mehr Ertrag ab. Insgesamt hat man also mehr Biomasse, mehr, kann mehr Geld damit verdienen. Aber das ist leider nur theoretisch so, denn da kommt unser Wirtschaftssystem jetzt in die Quere des Ganzen. Nämlich, das basiert ja darauf, dass man gerade eben als Landwirt nach Möglichkeit riesige Mengen von seinem einen Produkt verkaufen muss, um dafür einen guten Preis zu bekommen. Aus logistischen Gründen lohnt sich das nicht anders. Heißt, wenn du nicht mindestens 5 Tonnen Weizen zu verkaufen hast, dann kommt gar nicht erst der Weizenlaster angefahren und holt sich das ab, weil es sich einfach nicht lohnt, die Strecke überhaupt auf dein Feld zu fahren bzw. zu deinem Hof zu fahren, um den Weizen abzuholen, wenn du nicht mindestens 5 Tonnen davon bekommst. Ich habe keine Ahnung, ob 5 Tonnen eine korrekte Zahl ist, das ist nur ein Beispiel. Und deswegen ist es schwierig, aus so einem Agroforstsystem zu leben, weil du halt eben keine 5 Tonnen Weizen hast, sondern du hast vielleicht nur 2 Tonnen Weizen, aber du hast auch noch eine Tonne Äpfel und du hast vielleicht noch, keine Ahnung, in dem Jahr jetzt zufällig auch mal Holz gemacht, was dir nur alle paar Jahre mal anfällt, dass du überhaupt irgendwie nennenswert Holz machen kannst. Wenn ich alle paar Jahre sage, dann meine ich alle 10 bis 20 Jahre, dass man da mal nennenswert was umschneiden kann. Aber es hängt auch wieder vom System ab. Es gibt auch Sachen, da kann man schneller Holz machen, es gibt Sachen, da kann man später Holz machen und auch die Intensität, wie viel Holz man überhaupt machen will oder ob man halt eben lieber die düngende Funktion der Bäume nutzt oder wirklich die Bäume als Holzproduzent und als Wirtschaftsfaktor nutzen will, das ist wirklich was, da gehen wir dann unendlich ins Detail und das weiß ich auch alles so gar nicht in dem Level, dass ich euch da jetzt die einzelnen Dinge unter erklären könnte, aber ja, ich glaube, ihr habt kapiert, worauf ich hinaus will. Der Bauer hat halt eben nicht 5 Tonnen Weizen, sondern 1 Tonne Äpfel, 2 Tonnen Holz, 2 Tonnen Getreide dann. Und das wird einfach schwierig zu verkaufen. Deshalb ist es aktuell so, also zumindest in Mitteleuropa, dass du mit einem Agroforstsystem nur dann Geld verdienen kannst, wenn du schon, bevor du es anlegst, also so wird es zumindest empfohlen, entsprechende Verträge mit kleinen, möglichst nachhaltig produzierenden Lebensmittelunternehmen zum Beispiel hast, die auch eben kleinere Mengen abzunehmen bereit sind, wenn sie dafür wissen, dass das aus einer guten Quelle kommt, aus einer besseren Produktion als herkömmliche Landwirtschaft. Und damit das funktioniert, muss der Verbraucher dann wiederum in der Lage sein, beziehungsweise bereit sein, auch den etwas höheren Preis, der dadurch entsteht, irgendwo zu bezahlen. Tja. Und schwierig wird es jetzt halt dann eben wieder auf dem internationalen Markt und ihr wisst ja wahrscheinlich selber, wie schwierig es überhaupt für unsere Landwirte ist, klarzukommen, weil sie ja die Subventionen brauchen, weil mit den deutschen Löhnen Landwirtschaft nicht möglich ist. Allein das ist doch schon pervers. Es geht um die Grundlage unserer Ernährung und davon kann man nicht leben, wenn der Staat nicht einem noch zusätzliches Geld gibt.
Also ich finde das eigentlich wirklich nur pervers. Das kann doch irgendwo nicht wirklich angehen. Ich reg mich wieder mal auf. Das heißt, es ist Zeit zum Schluss machen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht, wie so ein Agroforstsystem so ganz ungefähr funktioniert. Ich zeige euch auf dem Rückweg noch mal ein ganz paar Impressionen, wie das auch noch alternativ aussehen kann. Einfach, dass ihr noch ein anderes Bild im Kopf habt als das Ding von vorne. Und ich muss dazu sagen, die Dinger, die ich euch hier jetzt zeige, das sind ja quasi historische Agroforstsysteme. Die modernen Teile, das ist wirklich so richtig schönes, also oft sind das so richtig krasse Grünstreifen, Baumstreifen, Grünstreifen, Baumstreifen. Jetzt würdet ihr sagen, okay, das sieht ja wieder aus wie so ein Acker und so weiter, aber das ist es ja. Aber seht's mal so, vergleicht das mal mit einem kompletten Maisfeld ohne irgendwelche Strukturen drin. Da hat man so immer noch viel mehr Strukturen in der Landschaft und ein Vogel beispielsweise hat immer noch Bäume, auf die er sich draufsetzen kann. Insekten, Schmetterlinge haben Bäume, auf die sie sich draufsetzen können, haben mehrere verschiedene Pflanzenarten, von denen sie leben können. Jede Pflanzenart hat XY viele Insekten, die von dieser Pflanzenart leben. Hat man drei Pflanzenarten auf seinem Feld, hat man dreimal so viele Insekten auf seinem Feld. Ungefähr, nur so ganz grob. Also die Biodiversität ist auch noch was davon profitiert, aber jetzt fange ich schon wieder an, Vorteile aufzuzählen und wollte mich doch eigentlich aufregen und mache demzufolge jetzt Schluss und reg mich auf, während die Kamera aus ist. Macht's aber jetzt gut. Tschüss.